Hier meine neue 3D-Kamera von Panasonic HCX909. Mal sehen, was da alles drin ist. Erstmal hier eine CD. Benutzerhandbuch. Sieht sie aus. Panasonic Full HD. So, hier nochmal das ganze Zubehör von der Kamera mit Fernbedienung. Um 3D-Aufnahmen zu machen, braucht man diese Zusatzlinse VW-CL-T2. Um zu sehen, was eingepackt ist. Einmal eine Beschreibung dazu. Eine Tasche für die Zusatzlinse. Und dann kommt das gute Stück hier. 3D für Full HD. VW-CL-T12. Klappe dabei. Ja, eine Bedienungsanleitung in Deutsch. Die Linse wird vorne auf die Kamera gesetzt. Und dann mit dem Hebel auf Lock die ganze Sache festgestellt. So, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, Einstellungen zu machen. So, der Deckel soll vorne angebracht werden auf der Linse. Wir klappen sie mal auf. 3D-Aufnahme wird vorbereitet. Steht jetzt hier. Hier an den Stellringen 1 und 2 soll nun die Bildposition eingestellt werden. Stellen Sie die horizontale Position durch Drehen des Stellrings für horizontale Bildposition 1 ein, um die senkrechte schwarze Linie zwischen den Bildern rechts und links zwischen den roten Führungslinien zu positionieren. So, dann wollen wir das mal machen. Ich stelle jetzt hier oben an dem Ring hier stelle ich jetzt ein und positioniere jetzt zur Mitte. Fertig. So, dann kommt der nächste Schritt. Nutze Rad 2 zur Anpassung der horizontalen schwarzen Linie. So, jetzt soll ich also hier mit der weiteren Einstellung an diesem Rad jetzt hier die Linien einstellen. Das werde ich jetzt tun. Es zeigt an, fertig. Jetzt gehe ich zum nächsten Schritt. So, ich soll also jetzt den Objektivdeckel entfernen und die Kamera auf ein Motiv in ca. 1,2 bis 2 Meter Entfernung richten. So, ich richte also die Kamera jetzt auf die Blume und dann gehe ich zum nächsten Schritt über und gehe jetzt hier auf Anpassen. Jetzt drücke ich Ende. Jetzt habe ich hier auf dem Bildschirm ein 3D-Bild. Und jetzt kann ich vermutlich damit filmen. Jetzt habe ich das Ganze auf Aufnahme.
Nun folgt ein kleines Testvideo mit meiner Kamera HC-X909. Wer einen 3D-fähigen Fernseher mit 3D-Brille besitzt, kann sich das Testvideo in 3D ansehen. Wer zwei Bilder nebeneinander sieht, muss den Fernseher auf 3D nebeneinander umschalten. Mit meinem Philips 55 BFL 7007K-12 habe ich das Video schon getestet. Hier sieht man schön, wie die Rose aus dem Fernseher herauskommt. Sehr schön sieht, wenn er langsam wegschwingt. Mal dahin halten. Das war's. So. Das war's. Jetzt gehe ich mal noch weiter dran. Ihr seht, halte ich das jetzt noch weiter vor. Ich kann jetzt mit dem Zollstock natürlich noch weiter dran gehen. Halte ich den Zollstock. Ziemlich weit nach vorne. Vielen Dank für euren Aufruf. Weitere Videos folgen unter unserem Kanal Duberost 1. Bis jetzt findet ihr weitere 170 Videos auf unserem Kanal. Am 13.10.2012 folgt ein Video von der ADAC Bad Emstal Rallye.